Frankreich gibt es diese Frau Perrier, die schon an die 300 Häuser aus Hanf gebaut hat. Aus Hanf und Kalkzement, wie die alten Ägypter. Sie mixt Kalk mit dem, was vom Hanf übrig bleibt, wenn die Faser herausgelöst ist. In diesem Zustand macht Hanf etwas ganz Erstaunliches. Er wird zu Stein. Ehrlich, er versteinert. Wenn man diesen Hanf mit Kalk mischt, dann kommt etwas heraus, das fester ist als Zement, aber nur ein Sechstel davon wiegt. Für diese Hanfhäuser gibt es tausende Vorbestellungen aus ganz Europa. Aber wie so viele andere Cannabisprodukte wird auch dieses durch die Restriktionen für den Anbau des Krauts arg behindert.